Hallo ihr Lieben, bevor ihr euch jetzt alle erschreckt bzw. schon erschrocken habt, keine Sorge, mir geht's natürlich gut, aber ich nehme euch ja jetzt die ganze Woche mit und dazu gehören eben auch Termine, die ich außerhalb des Stalls mache. Und heute Morgen war ich beim Arzt, deshalb gerade die etwas gruseligen Bilder. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals irgendwo erwähnt habe. Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, genauer gesagt habe ich Hashimoto. Das hört sich auch gefährlicher an, als es ist. Eigentlich merke ich davon ehrlich gesagt gar nichts, aber ich muss halt jeden Morgen eine Tablette nehmen mit Schilddrüsenhormonen und muss alle 8 bis 10 Wochen zur Kontrolle. Und genau da war ich heute Morgen. Aber es ist alles in Ordnung, ich bin kerngesund. Das macht mich natürlich sehr happy. Und wie ihr vielleicht auch seht, ich war heute Morgen auch schon beim Friseur. Da wollte ich euch eigentlich mitnehmen, aber mein Friseur wollte nicht gefilmt werden. Aber ich glaube, ihr seht den Unterschied auch so sehr gut. Ich bin endlich wieder sommerblond. Das tut vor allem bei diesem Wetter gut. Man hat dann irgendwie direkt das Gefühl, dass mehr Frühling ist, als es wirklich ist. Es ist jetzt 2:15. Ich habe heute Morgen auch schon Büroarbeit gemacht und jetzt nehme ich euch einfach den restlichen Tag mit. Als erstes mache ich mir jetzt mal was zu essen. Ich habe nämlich heute tatsächlich, was ich eigentlich nie mache, das Frühstück ausgelassen, weil ich dachte, ich hole mir zwischendurch was, das habe ich nicht geschafft, bla bla bla. Ach so, ich war übrigens auch noch in der Stadt. Ich gucke einmal, ich zeige euch noch was. Da bin ich wieder. Ich war nämlich nach dem Friseur auch noch eben bei Mac und zwar habe ich mir einmal diesen Eyeshadow gekauft, in der Farbe Havanna. Das ist mein absoluter Lieblingslidschatten, so für jeden Tag, wenn es ein bisschen dramatisch aussehen soll. Also wenn man irgendwie schön aussehen will, aber keine Zeit hat, so richtig, richtig smoky Eyes zu machen, dann ist das einfach die perfekte Farbe. Damit sieht man nämlich immer sofort hübsch aus. Außerdem habe ich mir noch diesen Lipgloss gekauft, in der Farbe Boy Bait und noch eine Wimperntusche. Ich kaufe nicht alle Schminksachen wirklich teuer, aber es gibt so ein paar Produkte von MAC, die ich einfach sehr, sehr gerne habe. Und dieser Lipgloss hier, der gehört definitiv dazu. Und ich liebe auch einfach diese Wimperntusche. Die zeige ich euch jetzt auch noch eben. Jetzt wird das hier so ein Beauty-Haul. Vielleicht werde ich doch noch Beauty-Blogger. Wartet's ab. Not a Beauty-Blogger ist übrigens mein absoluter Lieblings-Hashtag. Und diese Wimperntusche hier habe ich mir noch gekauft. In einem sehr schönen Tiefschwarz. Wie ihr seht, habe ich davon noch nichts drauf. Ich bin tatsächlich noch komplett ungeschminkt. Ich werde mir jetzt schnell was zu essen machen und dann geht es für mich auch zu den Ponys. Vielleicht packe ich mir zwischendurch auch noch ein bisschen Farbe ins Gesicht. Keine Ahnung, ist das nötig? Manchmal denke ich, ich sollte das mehr machen. Aber kennt ihr das, wenn ihr einfach gar keinen Bock darauf habt, weil es irgendwie so unnötig ist und ihr euch auch so wohlfühlt? Naja, ich denke darüber nach. Jetzt wird erstmal gekocht. Wie ihr seht, habe ich ein kleines Schlachtfeld hinterlassen, aber ich freue mich jetzt auf mein Mittagessen. Eigentlich wollte ich mir noch Reis dazu machen, das habe ich aber vergessen. Gestern hat mich einer von euch gefragt, ob ich immer so gesund esse. Natürlich nicht, aber ich versuche mich jetzt gerade nach Weihnachten und Silvester schon wieder ein bisschen bewusster zu ernähren, viel Gemüse zu essen, viel Salat zu essen, halt Dinge, die dem Körper gut tun. Und so eine Gemüsepfanne, damit macht man ja auf keinen Fall was falsch. Ich habe jetzt allerdings noch ziemlich viel Feta reingebröckelt. Und freue mich jetzt so endlich zu essen. Ich habe so riesen Kohldampf. Aber natürlich steht nicht jeden Tag was Gesundes auf dem Programm. Es gibt bei mir natürlich auch mal Pizza, Pommes, irgendwas. Das werdet ihr wahrscheinlich in dieser Woche auch noch sehen, spätestens auf dem Turnier. Und ich versuche eigentlich auch während des Essens nicht unbedingt zu arbeiten. Allerdings muss ich noch das Agrops-Video einmal umschneiden. Da ist noch eine kleine Änderung und das werde ich jetzt parallel zum Mittagessen machen, damit ich ein bisschen Zeit spare und dann endlich in den Stall komme. Das Agrops-Video ist jetzt auch fertig, das werde ich jetzt noch losschicken und auf das Feedback warten. Dann kommt das nämlich morgen, beziehungsweise wenn ihr das Video hier seht, dann war es gestern online. Ich nehme mir jetzt aber noch 10 Minuten Zeit vom Computer sitzen zu bleiben. Ich suchte im Moment nämlich die Videos von einem YouTuber, den ich gerade erst gefunden habe, was Wahnsinn ist, weil der schon über 1,5 Millionen Abonnenten hat, was totaler Wahnsinn ist. Und zwar ist das Peter McKinnon, den finde ich so unfassbar cool. Der macht Vlogs, ist auch tatsächlich befreundet mit Casey Neistat, den ich auch super gerne mag. Macht ansonsten ganz viel so Techie-Kram, Kameras, Tutorials. Und es macht mir einfach so Spaß, die Videos zu schauen, aber auch einfach ihm so ein bisschen über die Schulter zu gucken, wie er arbeitet, wie er dreht, wie er schneidet, welches Material er benutzt, welches Equipment er hat. Ich werde jetzt noch ein Video gucken und dann geht's in den Stall, weil sich meine Reitstunde 2 Stunden nach hinten verschoben hat. Das heißt, ich kann jetzt auch noch ein Video gucken.
What's up, everybody? Peter McKinnon here, and welcome back to yet another 2 Minute Tuesday. It's so good to have you here and see all of your smiling faces. I am back from Iceland. It was cold. Wie ihr wahrscheinlich seht, ist es inzwischen ziemlich dunkel geworden. Irgendwie ist es halt immer noch Winter, ne? Es wird so wahnsinnig früh dunkel. Ich habe jetzt auf dem Weg zu den Ponys noch ganz schnell halt an der Packstation gemacht. Hier ist nämlich ein Paket für mich angekommen. Und das sieht doch so aus, als ob es ein Fanpaket ist. Und zwar von der Lara. Und das packen wir nachher, nach dem Stall natürlich noch zusammen aus. Jetzt düse ich aber erstmal weiter. Ich kann es nämlich kaum erwarten, endlich zu Wölpchen und Kanto zu kommen. Ich habe heute nämlich Sprichstunde und ich freue mich voll. Wer wartet denn da schon auf mich? Hallo Wölpchen. Guten Tag. Hallo. Möchtest du ein Leckerli haben? Ja, ne? Möchtest du ein Leckerli haben? Ja? Wirklich? Ich glaube schon. Bitteschön. Cantolino. Wo bist du? Hallo, mein Schöner. Für dich auch ein Leckerli. Oh, du bist ein Abenteuermampfen, ne? Schmeckt es gut? Da ist der Cantolino. Mir gefällt übrigens diese Marke, die es zu den Stirnriemen von mir gibt, so gut. Die gibt es einmal in Mint und einmal in Pink. Und natürlich trinkt der Canto das Mint und Wölpchen das Pink. Und ich werde den Süßen jetzt mal putzen und fertig machen für unsere Springstunde. Und noch ein bisschen kuscheln. Noch ein bisschen kuscheln, ja, ne? Der ist so ein Kuschelbär geworden. Das ist echt irre. Guckt euch den mal an. Habt ihr mal seinen süßen Stern gesehen? Du bist so süß. Morgen werde ich übrigens mal wieder ein bisschen früher hier sein, das heißt im Hellen, weil irgendwie im dunklen Film ist auch nicht ganz so schön und im Hellen kann ich euch natürlich viel, viel mehr zeigen. Und morgen gehe ich auch draußen mit dem Wölpchen spazieren und dann nehme ich euch da auch mit. Alle meine Reitkappen immer schief. Was ist denn mit meinem Kopf los? Ich weiß nicht. Vor allem fühlt die sich so gerade an. Ist sie aber nicht, wie man sieht. So ist sie gerade. Ich sitze jetzt auf dem Cantolino drauf. Sieht man das? Und wir zwei haben jetzt gleich Springstunde bei Michael. Der ist da vorne und gibt da noch Unterricht. Ich freue mich jetzt total auf die Stunde, weil ja diese Woche auch so ein bisschen Turniervorbereitung ansteht. Und wir haben ja zwei Hallen hier am Stall, eine große und eine kleine. Und natürlich reiten alle die Springstunde lieber in der großen Halle. Deshalb bin ich froh, dass wir jetzt heute hier sind und bin mal gespannt, was wir machen werden. Das sieht tatsächlich heute eher nach Parcours aus. Wir haben ja jetzt relativ viel Wintertraining gemacht mit Reihen und mit In-Outs, damit der Cantolino auch was schneller wird. Aber jetzt langsam aber sicher geht es ja auf die grüne Saison zu. Und da muss man natürlich auch einfach mal wieder Parcours-Training machen. Und ich glaube, das machen wir heute. Ich werde dabei nicht filmen, weil ich mich heute wirklich komplett aufs Reiten konzentrieren möchte und werde euch aber nachher erzählen, wie es war. Was machen wir denn heute? Wir reiten Dressur. Wir reiten Dressur? Ja, die Sprünge sind für mich und du reitest Dressur. Du bist ekelig. Ja. Ist das für den Strickclub oder für welche Veranstaltung ist das hier? Das muss ich rausschneiden. Helm not on fleek, wie man sieht, schon wieder schief. Und der Michael hat mir verboten zu sagen, dass die Stunde richtig, 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 richtig mega gut war. Der Canto ist heute wirklich schön gesprungen. Ich darf das alles nicht erzählen, er hat es verboten. So. Wir hatten ein sehr erfolgreiches Training und die Turniervorbereitung läuft gut. Ich erzähle euch den Rest später. Der Cantolino ist ein bisschen unleidlich. Der quengelt ein bisschen rum, der möchte nämlich dringend in seine Box, weil da sein Abendessen wartet. Aber ich muss jetzt, wo der Michael nicht zuhört, nochmal ganz schnell loswerden. Die Springstunde war echt richtig cool. Das war die mit Abstand beste Springstunde, die der Canto und ich je hatten. Ich war irgendwie total locker, ich war total frei im Kopf. Der Canto war vom Körper her total locker und trotzdem hatte so genug Spannung, dass er gut gesprungen ist. Er ist wirklich von der ganzen Manier richtig schön gesprungen und es war einfach richtig cool. Wir sind zum Schluss die Runde dann auch nochmal anders geritten, ein bisschen enger rum und ja, eben ein bisschen schneller. Oh, jetzt rennt er mich um. Und das hat auch mega geklappt. Das hat sich heute einfach nur richtig, richtig gut angefühlt. Und ich bin mega glücklich. Und der Canto will jetzt, glaube ich, sein Essen. Möchtest du dein Essen haben, Schatz? Möchtest du dein Essen haben?
Ja. Ich glaube, ja. Da ist das Wölpchen. Sag mal hallo, Wölpchen. Hallo. Und die Maus ist eigentlich ganz guter Dinge. Wie man sieht, sie hat auf jeden Fall Lust, mit mir zu kuscheln. Aber das hat sie eigentlich immer. Die Beine, die sind auch dünn und kalt. Trotz allem mache ich ja jetzt erstmal eine kleine Pause mit ihr. Wölpchen, bist du im Kuschelmodus? Und guck mal, wer da ist. Keksi! Da ist der Keks. Guck mal. Hallo, Keks. Hallo. Oh, du kannst auch schon Hallo sagen. Keks kennt ihr vielleicht aus meiner Insta-Story. Immer wenn ich ihn sehe, muss ich ihn einfach aufnehmen, weil er so süß ist. Er hat auch einen eigenen Instagram-Account. Sagt mal zusammen Hallo. Hallo. Wer will Hallo sagen? Hallo. 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 Ihr seid ja so Clowns. Kleine Unterbrechung. Ich habe mir jetzt fürs Wölpchen überlegt, dass ich ihr erstmal keine Schmerzmittel geben werde. Das war so der erste Plan, ihr mal eine Woche was zu geben, dass sie sich einfach wieder freier bewegen kann, wenn da irgendwas eingeklemmt ist. Sondern ich werde es jetzt so machen, dass ich sie einmal zur Physiotherapie schicke, zur Chiropraktikerin, dass man da einfach einmal drauf guckt, ob ihr irgendwas klemmt, ob sie sich irgendwas verzogen hat. Wölpchen, du kannst nicht immer Hallo sagen. Oder ob sie sonst irgendwie was hat. Und das finde ich jetzt für sie erstmal die bessere Therapie. Und wir gehen jetzt auch erstmal ein Stündchen spazieren, damit die Dame in Bewegung bleibt. Und kuscheln. Viel kuscheln. Wölpchen. Möchtest du dein Essen haben? Komm, back. Back. Guten Appetit. Abendessen? Ja, ich glaube es dir. Beim Kanto achte ich immer besonders darauf, dass er wegtritt, bevor ich ihm sein Futter gebe. Back. So ist er. Damit ich es in Ruhe ausschütten kann und dann darf er fressen. Von vielen von euch kam die Frage zu den Boxen. Ich glaube, ich werde da ein ausführliches Video einfach mal zu machen. Kurz vorweg gesagt, ich bin damit auch nicht total happy. Es ist aber im Moment für die beiden die beste Lösung, weil die Boxen größer sind als die anderen. Wölpchen hat teilweise unfassbaren Stress. Das war im alten Stall so, wenn sie links und rechts direkt Nachbarn dran hat, die irgendwie Zugriff auf sie haben. Und Kanto ist natürlich als Hengst eh so ein Thema. Da muss man immer gucken, wie man ihn hält. Aber ich habe gute Nachrichten, denn hier wird jetzt bald neu gebaut und wir haben zwei wunderschöne Paddockboxen reserviert in dem neuen Stall dann. Also hier, das ist auf der Anlage, es werden eben neue Boxen gebaut und da dürfen die zwei dann in schöne Paddockboxen umziehen. Tschüss, Baby. Das war eine sehr, sehr gute Springstunde. Dem Wölpchen sage ich natürlich auch noch Tschüss. Ich würde sie eigentlich gar nicht beim Essen stören, aber die lässt sich auch nicht wirklich stören. So, die beiden Ponys sind versorgt und es geht jetzt für mich nach Hause. Es ist kurz vor 9. Ich bin jetzt aus der Dusche rausgesprungen. Ich dusche eigentlich meist abends. Wenn ich reiten war, wenn ich im Stall war, dann ist es natürlich immer schöner, wenn man danach schnell unter die Dusche springen kann. Vor allem, wenn es irgendwie noch so kalt und unangenehm ist wie jetzt gerade. Ich bin jetzt sauber, frisch geduscht, Haare gewaschen und wieso ich hier mit einem Messer rumfuchtel, das hat einen einfachen Grund. Denn vorhin ist ja dieses Paket angekommen, dieses Fanpaket. Und hier steht auch drauf, dass ich es im Video auspacken darf von der lieben Lara. Und das werde ich jetzt machen, mit euch zusammen. Ihr fragt mich übrigens immer wieder, wo ihr meine Pullover kaufen könnt. Ich habe einen Merch-Shop und da gibt es ganz verschiedene Designs. Es gibt solche Wölbchen-Liebe-Pullis, die ich total gerne habe. Es gibt aber auch Sachen, die nichts mit Wölbchen zu tun haben, wo dann Equestrian, Lifestyle oder so draufsteht. Und den Shop, den verlinke ich euch auch einfach unten nochmal in der Infobox. Da sind aber schöne Sachen drin. Sie schreibt, dass sie meine Videos auf YouTube seit mehr als einem halben Jahr guckt, dass sie sich jedes Mal freut, zuzuschauen und begeistert ist und dass sie meine beiden Ponys mag. Die mag ich auch.
Die Lara ist 12 Jahre alt und sie reitet auch ab und an. Leckerlis, Leckerlis, Leckerlis. Das ist immer gut. Karotte, Ingwer. Ich bin gespannt, ob die Ponys die mögen. Dann hat sie mir Süßigkeiten eingepackt. Einmal Knoppers, Hanuta und Oreos. Und ich muss sagen, ich liebe weiße Ferrero-Küsschen, aber ich liebe auch Oreo-Kekse. Gute Wahl, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, die Sachen nehme ich einfach mit in den Stall, dann habe ich da ein bisschen was zu naschen. Und sie hat mir ein Halfter geschenkt in einer total schönen Farbe. Ich glaube, ich hätte mir diese Farbe niemals selber ausgesucht. Seht ihr das? Das ist so ein bäriger Ton irgendwie, nicht so ein richtigen Bordeaux, so ein braun-rot. Aber ein ganz, ganz schöner Ton. Und, was ich richtig, richtig schön finde, sie hat mir so einen naturfarbenen langen Strick dazu gepackt. Der ist ein bisschen länger als normale Führstricke und ich finde diese naturfarbenen Stricke unheimlich schön. Ich habe schon so einen gemixt mit Blau, den mag ich super gerne. Und vor allem ist das hier so eine richtig tolle Qualität. Ich mag das nicht, wenn die Stricke sich so nach Plastik anfühlen. Und das hier ist so eine richtig tolle Baumwollqualität. Da freue ich mich sehr drüber, denn wir wissen ja, Führstricke kann man nie genug haben. Und da freue ich mich wirklich sehr, sehr drüber. Liebe Lara, danke schön für das tolle Paket und das Autogramm ist schon fast auf dem Weg zu dir. So, es ist jetzt ziemlich genau 22.38 Uhr, 20 vor 11. Irgendwie verfliegen die Tage einfach super schnell. Ich habe heute aber auch einiges geschafft, habe jetzt gerade noch das Agrops-Video für morgen hochgeladen, das Thumbnail gebaut, alles bei YouTube beschriftet. Das heißt, dieses Video, was ich jetzt gerade drehe, das werdet ihr erst nach dem Agrops-Video zu sehen bekommen. Richtig. Das wird dann am Freitag kommen. Heute ist Mittwoch, also ihr werdet Freitag das Video von heute sehen. Ich bin verwirrt. Ihr wisst, was ich sagen möchte. Und ich habe mir noch eine ganz coole Aktion ausgedacht. Ich habe das gestern schon mal erwähnt. Schreibt mir doch wirklich mal ein paar Aufgaben in die Kommentare. Und ich werde mir vielleicht am letzten Tag oder an einem dieser Tage in dieser Woche einfach mal ein paar dieser Aufgaben vornehmen. Ich gucke dann einfach mal, dass ich mir 5, 6 auswähle und dass ich dann einfach ein bisschen was mache, was ihr möchtet. Es kam jetzt schon relativ oft der Wunsch nach einer Roomtour hier in meiner Wohnung. Einer hat sogar schon geschrieben, ich soll Tupper-Schüsseln kaufen. Das fand ich sensationell. Wenn ihr auch der Meinung seid, ich soll Tupper-Schüsseln kaufen in dieser Woche, dann schreibt mir das in die Kommentare. Oder vielleicht habt ihr andere lustige Ideen. Ich werde jetzt vielleicht noch ganz kurz die Speicherkarte von dem Material heute in den Computer reinschmeißen, runterladen, vielleicht noch eine halbe Stunde schneiden. Vielleicht gucke ich aber auch Serie. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werde ich jetzt die Kamera ausmachen und dann meinen Feierabend oder mein Schneiden genießen. Whatever. Was mich übrigens mega freut, ist, dass ihr gesehen habt, dass ich die Qualität ein bisschen hochgeschraubt habe, dass ich den Schnitt ein bisschen optimiert habe, mir noch ein bisschen mehr Mühe gegeben habe. Es ist natürlich immer total schön, das in den Kommentaren dann auch zu lesen, dass ihr das seht, dass ihr das wertschätzt. Und ich höre jetzt einfach auf zu quatschen. Und wir sehen uns morgen. Gute Nacht.